So, da sind wir auch wieder in der Banjo-Tooie-Aufnahme. Gib Ruhe. Ist mir doch tatsächlich wieder Banjo-Tooie abgeschmiert. Aber ist ja bald vorbei. Dann kommt was anderes, dann haben wir diese Probleme nicht mehr. Wir machen uns jetzt eigentlich schon auf, um die Puzzle loszusuchen. Der Tresor in der Zentralhöhle. Das sind wir ja schon. So, dann würde ich sagen, quatschen wir den mal an. Super Tash. Seid gegrüßt, Fleischlinge. Wow, ein sprechender Safe. Korrekt, ich bin ein Safe genial mit 4 Ziffern, unendlichen Kombinationen und gepanzerten Kammern. Aber bei 4 Ziffern sind nur 10.000 Kombinationen möglich. Hey, wer braucht solche Besserwisser? Hier oben gibt es schon genug. Dann lass mal reinschauen. Das ist nur ein kleines Problem. Ich weiß meine Kombination nicht mehr. Vielleicht hätte man mehr in deinen Intelligenzchip investieren sollen. Ich weiß, verzeiht Fleischlinge, aber wenn ihr die Kombination findet, lasse ich euch gerne rein. Okay, wir müssen jetzt die Kombination finden, ne? Die finden wir aber nicht an einem Ort, sondern an mehreren. Und zwar müssen wir jetzt diese Schalter hier mit einem Zeitbomben-Ei aktivieren. Und zwar sind das jetzt eben gesagt, wie eben gesagt wurde, 4 Zahlen und somit auch 4 Schalter. Und wir brauchen dafür die guten alten Zeitbomben-Eier. So. Schalter aktiviert. 9. Nummer 9. Oh, verdammt, ein Hals. Das ist gerade richtig ätzend. Aber da kann ich jetzt nichts machen. Tut mir leid. Da hat man gerade Skype gehört, ne? Habe ich wieder vergessen, auf stumm zu machen, ich Idiot. Tut mir leid, mein Mikrofon ist gerade zu weit weg. Jetzt ist es zu leise, jetzt tue ich es näher hin, jetzt ist es wieder zu laut. Das gibt's ja nicht. Ja, wie man es macht, ist es verkehrt. Ich sollte mir vielleicht doch mal so ein richtiges Standmikro zulegen. Also es kostet 300 Euro und das ist mir doch ein bisschen zu viel Geld, ne? Naja, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. So, da haben wir die Nummer 1. So, dann mal kurz save. Und auf zur Mülltonne, die lasse ich liegen. Denn in der Mülltonne, uns fehlt noch ein Chincho, ne? Stimmt, das ist ein Käsestück. Da wisst ihr, das machen wir jetzt alles mal noch in einem Abwasch. Ups. So. Und wir haben hier wieder nur begrenzt Luft, weil es hier drin stinkt. Oh nein, Schweizer Käse, Emmentaler. Och, das hat sogar sofort funktioniert. Da haben wir es!
Wir haben es geschafft. Wir haben hiermit alle Chinchos dieses Spiels gefunden. Ja, wir gehen schon wieder raus. Hier müssen wir dann später mit Banjo spielen, damit wir das Puzzleteil ergattern können. Und ich wünschte, ich könnte richtig reden. Aber durch meinen Schnupfen ist das ein bisschen Schitte. Und hups. So. Dann zur Mülltonne. Dort finden wir nämlich den nächsten Schalter. Wieder elegant gelandet. Der vierte Schalter. Na. Wo war der denn noch gleich? Ich glaube, ich weiß wo. Stimmt, wir haben ja den Notenschlüssel auch noch nicht, ne? Oh, uns fehlen aber noch einige Noten. Uiuiuiui. Nehmen wir mal den hier. Den Eingang hier meine ich. Und wir gucken mal. Aua! Ah, ich glaube, das war der falsche. Mann! Kommt der denn jetzt her? Ganz da oben. Ganz da oben. Oh, schon wieder aufs Maul. Das gibt's ja nicht. Ich glaube, hier gibt's auch nur diesen einen Move noch. Na. Ja, super. Wo ist denn jeder Eingang wieder? War das hier? Kann das sein, dass das hier war? Ah, da ist der Schalter. Nicht da landen. Ja, nicht da landen. Ist hier auf der anderen Seite der Eingang. Genau. So. Ah, hier haben wir noch Noten. Das wären dann 70. Stürz endlich ab. Das gibt's doch nicht. Jetzt aber. Dann machen wir nochmal kurz safe. Und huschen hier mal schnell rüber. Elegant. So, es fehlt nur noch eine zur Vollendung. Eine Note, dann haben wir auch hier alle 900 Noten. Thank you.
So. Genau, 1984. Wie konnte ich dieses einzigartige Datum vergessen? Genau genommen ist es ja kein Datum, sondern ein Jahr. Wumm. So schnell sind wir unten. Du bist ruhig. Du bist ruhig. Ich hab doch gesagt, du bist ruhig. Da war wieder Skype zu hören. Eieiei. Oh, du bist so unprofessionell. Ich hab ja auch nie gesagt, dass ich professionell bin. Mann. Alter, ich raste gleich aus mit diesen Viechern hier. So, Puzzle. Ruhe. Schön ist ja auch, dass die nichts geben, die blöden Viecher hier. Oder kaum. Ja, na super. Ich sag nix. Ich sag nichts. Ich bin einfach ruhig. Ist ja eh egal. Wir sind ja schon so oft gestorben, kommt es auf das eine mehr oder weniger auch nicht an. So, wir müssen jetzt zum blauen Mumbo-Schädel. Und ich sag's euch, Leute, das hier wird kein Spaß. Das hier wird jetzt todernst. Dum, dum, dum. Wir haben ja eh Energie voll, stimmt. Wir sind ja gerade eben respawned. Warum pennt der jetzt? Jetzt gibt's gleich. Ei. Ich hoffe, ich schaff das. Ich mach vorher mal Save. Hallo Banjo, Mumbo haben große Überraschung für dich. Oh, ich liebe Überraschungen. Au! Schäbiger Schamane-Imitation. Haare, 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 blöder Bär, du bist mir geradewegs in die Falle gegangen. Du dachtest, ich sei dieser lächerliche Schamanen-Heini. Ich bin Mingi. Ein sinnloses Abenteuer endet hier. Wie du siehst, ist eine Flucht aussichtslos und Widerstand zwecklos. Psa, meine ausgeklügelte Tarnung ist entdeckt und meine böse Roboter-Tarnung dingens hier, keine Ahnung. Treffer! Ah, nee. Nein. Ach, Mann. Das ist aber auch wieder so ein verzwickt... Ach, nee. Ja. Ich muss dann jetzt nochmal zwischenspeichern. Mann, wie kommen wir den Typen bei, ey? Ha ha ha!
So, am besten die ganze Zeit über ausweichen. Immer wenn er da Pause macht, Feuer frei. So, 4 Treffer noch. So, 3 Treffer noch. Schön ist ja auch, dass sich die Kamera immer zu dem hindreht. So, du machst Pause, mache ich Feuer frei. Nee, doch nicht. Wir bekommen sogar eine extra Honigwabe für den Kampf. Das ist natürlich sehr freundlich. Was ist er denn? Eieiei. Ah! Der war mies. So, du machst jetzt Pause, Feuer frei, einen Treffer noch. Verdammt! Natürlich! Nein, ich treffe den einfach nicht. Okay, wir machen jetzt ein Dauer-Death mit goldenen Federn. So, jetzt ist Ruhe. So, meine Chancen, dich aufzuhalten, tendieren gegen null. Na, wer wird denn da gleich den Kopf verlieren? So, einmal wieder gefailt. Ups. Tja. So kann's gehen. Wenn man sich mit den Falschen anlegt. Gut, wir werden nun Ach, das Känguru kommt jetzt. Ach, nö. Machen wir hier gleich nochmal safe, bevor wir den ganzen Mist nochmal machen müssen. Schnauze. Wir können ja hier zum Glück wieder goldene Federn nachtanken. So. Alles klar. Energielevel ist auch wieder auf, okay. Sagen uns die Viecher hier nicht wieder die Hucke vollhauen. Aua! Ich laufe 5 Meter an dem vorbei und er trifft mich, alles klar. So, Ein- und Ausgang der Welt. Na, Mann, ey. Jetzt mal wieder eine schwere Geburt, wie man es halt kennt von mir. Ach nee, wir reden erstmal mit dem.